ihr Lieben, ihr habt meine Zutaten gesehen. Alles steht vorne drauf. Ich lege los. Hier ist meine Pfanne mit 2 Esslöffel Öl. Und ich wasche jetzt das Gemüse, schneide es klein und dann geht's los. So, ich habe gestartet. Ich habe hier mein Öl erhitzt, habe das Gemüse ganz grob geschnitten und das Gemüse tue ich jetzt hier alles schön anbraten. Damit starte ich jetzt auch. Ich muss sagen, das ist jetzt bei mir auch eine Resteverwertung. Ich hatte die Zucchini da und habe jetzt so alles, was ich da hatte, genommen. Ja, ich wollte am liebsten so eine Reispfanne machen, nur ich habe jetzt keinen Reis und nehme anstatt Reis, nehme ich jetzt Bulgur. Ja, Tomaten kommen später. Das ist bei mir auch der grobe Bulgur. Ganz, ganz lecker. Also ist ein toller Reisersatz oder auch Couscous könnt ihr nehmen. Klar, Couscous muss man jetzt nicht lange kochen, der muss schon ein bisschen gekocht werden. Gerade der grobe, der braucht schon ein bisschen. Also könnt ihr super austauschen mit Reis. Ich brate das Gemüse erstmal hier schön scharf an, auf höchster Stufe. Und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten. Ja. Mit was ich es noch esse, weiß ich nicht. Ich glaube Naturjoghurt, bei mir Naturjoghurt geht immer. Und dann gibt es eine leckere Gemüse-Bulgur-Pfanne. Perfekt bei dem schönen Wetter. Ihr habt was Warmes, aber es ist nicht so schwer im Magen. So, 5-6 Minuten später. Mein Herd ist immer noch auf höchster Stufe. Ich habe jetzt alles schön scharf angebraten. An der Stelle kommt jetzt mein Paprikamark rein und mein Salz. Und habt ihr keinen Paprikamark, nehmt Tomatenmark oder lässt es einfach weg. Und genauso die Tomaten. Die gebe ich auch jetzt rein, weil vorher wäre mir das einfach zu saftig gewesen. Und ich wollte, dass das Gemüse erst ein bisschen angebraten ist. So, jetzt warte ich nur kurz, bis sich alles zusammen vermischt, dass die Paprika sich hier kurz auflöst. Und gleich gebe ich auch schon meinen Bulgur rein und mein Wasser. Bulgur von der Zubereitung müsst ihr so wie, wie Reis kochen. 1:2. Das heißt, ein Glas Bulgur habe ich heute und nehme dann gleich 2 Gläser Wasser. So, mache ich jetzt auch gleich. So, einmal. Ich mische das jetzt gut erstmal hier drunter und hole jetzt gleich auch mein Wasser. Und dann kommt schon der Deckel drauf und dann koche ich das Ganze so lange, bis der Bulgur durch ist. Der braucht so zwischen 15-20 Minuten in Ruhe, sage ich mal, zum Köcheln. So. Ich hole mein Wasser. Ein Glas habe ich jetzt rein. Jetzt kommt das zweite Glas. Vom Glas, mein Glas hat ja Fassungsvermögen von 200 Milliliter. Ihr könnt natürlich ein kleineres oder ein größeres nehmen. Aber das natürlich ist eure Waage für den Bulgur und für das Wasser. Das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, quasi wie beim Reiskochen. So, jetzt vermenge ich das Ganze. Alles schwimmt schön hier im Wasser. Ich werde natürlich auch beobachten, vielleicht werde ich auch noch Wasser brauchen. Ich möchte natürlich nicht, dass es mir zu trocken ist, aber es soll natürlich auch hier nicht sehr flüssig sein. So, was ich jetzt auch mache, ich schalte jetzt runter. Ich schalte jetzt von 9 runter auf 4 und mache jetzt den Deckel zu und beobachte immer und tue auch zwischendurch mal umrühren. Und warte jetzt so lange, quasi wie gesagt, bis der Bulgur gar ist. Das heißt, ich nehme immer ein bisschen so in 10 Minuten, probiere mal, dass die Körnchen schön weich sind, das Wasser aufgezogen ist und dann ist es auch schon fertig. So, kurzer Zwischenstand. Und ich habe gerade mal den Deckel aufgemacht. Ich habe hier nochmal Wasser dazu gegeben. Also hier ist nochmal ein Glas Wasser drin. Das war mir viel zu trocken. Ja. Also vergisst bitte, was ich gesagt habe, mit 1:2 wie beim Reis. Nee, der Bulgur braucht hier ein bisschen mehr Wasser, mehr Flüssigkeit. Aber es sieht schon ganz gut aus. Ja, aber ich habe gerade probiert, die Körnchen sind noch ein bisschen zu bissfest. Also es braucht noch ein paar Minuten. Das heißt, ich mache nochmal den Deckel zu und lasse es hier noch ein bisschen weiter garen. Mein Herd ist immer noch auf 5. Und jetzt mache ich, wie gesagt, so lange, bis der Bulgur gar ist. So, ihr Lieben, nochmal 5 Minuten später. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt auch gerade abgeschmeckt. Geschmack ist Bombe. Gewürze passt perfekt. Ich muss jetzt nicht nachwürzen und mein Bulgur ist gar. Zum Bulgur wollte ich nochmal kurz sagen. Also normalerweise kocht man das wirklich wie Reis. Das heißt,
ein Glas Bulgur, egal wie groß, das gleiche Glas zweimal Wasser. Da ich aber natürlich hier viel Gemüse hatte, hat mir wahrscheinlich das Gemüse, ist ja klar, auch die Flüssigkeit aufgezogen, dass für den Bulgur jetzt nicht genug Flüssigkeit war. Ihr seht, das ist jetzt ja nicht matschig, aber es ist jetzt auch kein fluffiger, lockerer Bulgur geworden, ja. Das Ganze ist auch noch heiß. Ja, also achtet auf die Mengenangaben, wenn ihr es so macht, wie vorne drauf steht. Ich habe auch noch andere tolle Rezepte mit Bulgur. Da wird man es ein bisschen anders zubereiten, werde ich euch noch zeigen. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Tastet euch dran, wenn ihr natürlich weniger Gemüse nimmt. Genau, das wollte ich sagen. Wenn ihr weniger Gemüse nimmt, dann macht erstmal ein Glas Bulgur, zwei Gläser Wasser. Und wenn ihr seht, das Wasser ist zu verdampft und ihr braucht noch immer ein bisschen schlückeweise. Ja, aber seht ihr, hier ist nichts mehr Trockenes. Und es ist einfach jetzt perfekt. Ich lasse das jetzt ein bisschen abkühlen. Durch das Abkühlen wird sich das jetzt auch noch mal ein bisschen verändern, die Konsistenz. Und dann gibt es lecker was zu essen. Ich glaube, dazu mache ich jetzt gleich einen Joghurt-Dip. Vielleicht ein bisschen Feta-Käse obendrauf. Würde mir schon langen. Und wenn ihr das Feta-Käse weglässt, habt ihr es sogar vegan. Wenn nicht, dann vegetarisch. Und natürlich, bevor ich vergesse, jetzt an der Stelle, wenn alles fertig ist und langsam abgekühlt ist, jetzt kommt hier mein Grünzeug drauf. Das wollte ich nicht am Anfang mitgeben, das wollte ich jetzt wirklich hier zum Schluss lassen, dass es noch frisch bleibt. Ich hebe es jetzt einfach hier runter und durch die Restwärme, ja, kann sich jetzt nochmal den Aroma entfalten. Auch sieht ihr schon ein bisschen spät. Und ja. Schmeckt es nochmal ab an der Stelle. Habe ich schon. Es ist perfekt. Also sehr, sehr lecker. Ich melde mich gleich nochmal beim Servieren. Ich bin fertig. So sieht das aus. Ich muss sagen, der ist noch ein bisschen warm. Aber umso kühler der wird, umso locker wird der. Sehr lecker. Ich habe abgeschmeckt. Also für mich persönlich perfekt gewürzt. Aber schmeckt es ab. Nachwürzen könnt ihr immer noch. Ich habe hier auch Naturjoghurt rein, bisschen Pfeffer, bisschen Grünzeug und so könnt ihr es essen. So serviere ich das. Also so esse ich es persönlich am liebsten. Bleibt euch was übrig, packt es euch ein für den Schwimmbad, für die Arbeit zum Mitnehmen. Macht euch ein bisschen Feta-Käse drauf. Genau, Feta-Käse wollte ich, jetzt habe ich keinen da, also habe ich Naturjoghurt drauf, den habe ich immer da. Aber so ein bisschen Feta-Käse oben drauf würde auch super passen. Ja. Also ihr Lieben, falls ich was vergessen habe, steht alles immer unten in der Infobox. Euch viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt mir alle gesund und munter.